Hey ho, meine Lieben, ich habe heute einen Besuch da, der wird nicht erwähnt. Namen, Gesicht, wird gar nichts davon gesagt. Warum? Ja, der hat uns hier zwei Entrecôte-Steaks mitgebracht. Und sind von zwei verschiedenen Rewe-Märkten und die werden wir heute ausprobieren. Schauen wir mal, wie die Qualität innerhalb dieser Ladenkette ist. Ob die gleichbleibend ist oder ob wir hier jetzt zwei komplett unterschiedliche Stücke haben. Gut, ich würde mal sagen, ich packe sie da mal schnell aus. Ja, und das Ganze auf der Feuerplatte. Ausgepackt werden sie, mein Schatz hat sie drinnen ausgepackt und die kann da auch schon ganz gut was dazu sagen. Bitteschön. Also, die ersten zwei, das sieht man, die fliegen da so schon auseinander. Ist die Maserung auch, naja, ich sage jetzt einmal, nicht so prickelnd. An dem zweiten ist ganz extrem, dass das auseinanderfällt. Und die da, die sind natürlich der absolute Renner. Jo, aber die sind halt auch etwas anders geschnitten, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ist mit Sicherheit ein anderes Vieh gewesen. Das geht schon eher an Rostbraten hin, gell? Doch, das geht schon eher an Rostbraten hin. Na gut, auf alle Fälle bereiten wir jetzt gerade die Feuerplatte soweit vor. Aufheizen, abreiben, einölen und dann können wir die Steaks einmal draufwuchten. Und was nehmen wir heute zum Würzen? Wir nehmen dann das Pfeffersteak Barbecue for Champions. So Leute, die Feuerplatte ist soweit runtergebrannt, beziehungsweise der Pyron, dass wir was draufhauen können. Die Seite sprühe ich jetzt noch ein bisschen ein. Wie gehabt mit meinem guten Flammospray. Ja, dann schauen wir uns die Teile an und wuchten sie drauf. Ne, angeschaut haben wir sie ja schon. Die werden jetzt wahrscheinlich eingeschnitten. Nee, das lasse ich jetzt weg. Das ist so, die sind so dünn. Die schmeißen wir jetzt alle gleich drauf. Ja, eigentlich sollte man sie am Rand vielleicht noch ein bisschen einschneiden. Aber wie gesagt, ja, habe jetzt gar keine Lust dazu. Also die sind definitiv anders geschnitten. Rewe A, Rewe B. Welcher Rewe, keine Ahnung. An dieser Stelle Grüße an Philipp, der noch mindestens in diesem Moment 80 Kilometer von hier entfernt ist. Die essen wir ohne dich, Edge. Wurzeldauer auf so einer Feuerplatte ist natürlich eine reine Gefühlssache. Zum Schluss ziehen wir sie alle nach außen und dann lassen wir sie noch ein klein wenig liegen. Möglichst weit nach außen. Also in dem Falle habe ich ja relativ Glück gehabt, dass das ganze Holz in diese Richtung gefallen ist. Ja, wo die meiste Hitze ist. Und da lassen wir sie jetzt noch ganz kurz ziehen. Eventuell nochmal umdrehen. Nachher. Ja. Und wenn ich sie runternehme, dann sehen wir uns wieder. Ja, nochmal ganz kurz hier auf die Fettseite drauf. Und dann können wir sie auch relativ gleich runternehmen. Sonst gibt es wahrscheinlich Schimpfe wieder, weil sie zu sehr durch sind. Oder Schatz, was sagst du dazu? Du sagst nichts dazu? Na, dann komm mal her mit dem Brett. Einmal, halt,
Jetzt gleich das nächste hier. Das andere muss aber noch öfter. Ja, das andere mache ich noch, während du das hier jetzt halten tust. Dann tun wir das noch ganz kurz auf die Fettseite und dann wären wir soweit fertig. Ja Leute, dann lassen wir das auch gut sein und schauen uns das Ganze am Brett an. Jo, ja, sind doch innen noch ein bisschen rosa, wie man es von der Feuerplatte so halbwegs gewohnt ist. Und im Hintergrund noch meine Kaffeetasse vom Grilldieb. Einmal Barbecue for Champions. Und das andere, wie schaut das innen aus? Wir haben es nicht gesehen. Nicht so. Jetzt besser. Sieht auch noch gut aus. Also länger hätte man sie aber auf gar keinen Fall mehr drauf lassen dürfen. Tja Leute, dann Pfeffer drüber und rein in den Hals. So Freunde, dann hole ich mal jetzt das erste Probiererchen. Wollen wir mal hier. Also das erste. Butterzart. Sehr lecker. Hier das Gegenstück aus dem anderen Markt eben. Muss ich dazu noch was sagen? Also auch innerhalb einer Ladenkette dasselbe Fleisch angeblich im Angebot, extreme Unterschiede. So kann man das sagen. Aber hier habe ich mir jetzt noch ein klein wenig von dem Pfeffer drauf. Also, wesentlich zäher. Zäher, das ist schon fast das Schuhsohle. Schauen wir noch mal kurz aufs Fleisch. Markt A, astreine Qualität. Markt B, C. Ja, genau, das reimt sich sogar. Wie gesagt, man kann nicht in das Fleisch reingucken, man weiß es vorher nicht, aber ja, das war halt ein kleiner Test. Ich habe jetzt beide Stücke gezeigt, vielleicht ist ja ein ganzer Fachkundiger dabei, der uns ganz genau sagen kann, aus welchem Stück diese Entrecotes rausgeschnitten sind. Das wäre interessant. Dazu einfach unten in die Kommentare. Wie gesagt, das war Entrecote im Angebot vom Rewe. Zwei verschiedene Märkte, ein bisschen auseinander. Leute, wenn euch dieses kleine Testvideo gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abo ja sowieso. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das ist dann mit dem Philipp.